Hallo, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Sifus AG. Heute geht es weiter um Umsetzung, den geraden Tauschstoß mit dem Partner. Ich hoffe, dass du die Videos schon angeschaut hast, richtig schlagen. Wenn nicht, mach es zuerst, dann wirst du auch besser es nachvollziehen, um was es heute geht. Zur Umsetzung des geraden Tauschstoßes ist zu beachten, wie am Sandsack, dass du deinen Partner quasi kontrolliert mit tiefen Ellbogen triffst. Dabei, Ellbogen ist genau in der Mitte, aus dem Ellbogen, aus dem Schulter wird ausgestreckt. Die Treffziele sind Kehlkopf, Kinn oder Brustbein. Nur ich empfehle dir so zu schlagen, nicht gleich von hier zur Nase, weil da öffnest du dich selbst wieder voll. Und nochmal, du kommst vor mit angewinkelten Ellbogen, Ellbogen vor der Mitte, Druck aus dem Schulter und wieder zurück. Das ist der gerade Faustschuss. Wenn du eine Kombination machst, kommst vor, 1, 2, 3. Ja. Er bedrängt mich nach vorne, brauche ich keine Techniken, ich muss eingreifen. Das heißt, wenn du auf mich zukommst, boah, bumm, zack, hier zum Kinn wegdrücken. Zum Beispiel die Variante. Wichtig ist, wie gesagt, ich muss hier nichts abwehren. Der Weg ist frei, er kommt zwar auf mich zu, ich muss ihn stoppen und bedrängen. Konzentriere dich immer auf einen geraden, guten Tauschstoß. Nicht auf drei schlechten, sondern nach vorne, bam, vor und hier stehen. Mit dem Partner bitte das immer kontrolliert machen und ja, sich gegenseitig nicht verletzen. Zur Einwendung. Treffen, wie ich habe, mit tiefen Ellbogen, bleibt und steht. Jetzt ist es wichtig zu verstehen, wie verhält sich der Arm vom Gegenüber. Hat er die Deckung zum Beispiel oder sogar einen Tauschstoß, tiefen Tauschstoß, dass er sich auch kontrolliert. Darf ich nicht einfach mit tiefen Ellbogen bleiben, wenn ich innen bin? Mein Ellbogen geht raus und kontrolliert seinen Arm. Bin ich außen und sein Ellbogen ist tief, darf ich nicht den Keil haben. Ich bleibe mit tiefen Ellbogen und treffe den Geschütz und dann darf ich auch ausstrecken. Jetzt gibt es noch ein nächstes Prinzip. Wenn sein Arm schon gestreckt ist und in die Richtung sich bewegt, versuche ich nie von außen zu greifen, weil hier stört mich, also hier unten drunter. Das heißt, ich muss hier leicht schützen, wenn der zweite Arm frei ist und unten drunter, und jetzt stoße ich nicht zum Kehlkopf, sondern aus dem Schutzmechanismus muss ich zur Nase stoßen oder zum Kinn, je nachdem wie groß der Arm ist. Also wir wiederholen, schneller Durchgang, hier Keil, hier tiefer Ellbogen, Arm ist gestreckt, innen rein und Stoß zur Nase. Das sind so drei geraden Tauschstöße, Anwendungen, die man verstehen soll und auch trainieren. Viel Spaß beim Training. Weiterstellung, das heißt hier Bombs muss ich mit dem Keil vor, ich kann auch Tanzhau dazu nehmen oder mit beiden Faustschüssen Keil vor mich. Okay. Bock von außen mit tiefen Ellbogen. Ja, Faust, hier kann ich innen rein mit dem gestreckten Bauch. So, an dieser Stelle vielen Dank, sich in Daniel fürs Mitmachen. Dann bis zum nächsten Mal. Abonniert meinen Kanal, stellt mir die Fragen, wünscht euch auch was, vielleicht irgendwelche Techniken oder Ideen am besten oder Prinzipien, wie etwas funktioniert. Ich würde mich gerne damit auseinandersetzen. Danke, wie gesagt, Kommentare unten drunter schreiben, Daumen hoch drücken, was gibt's noch? Teilen und liken. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ciao.